Let's Dance-Star Renata Lusin hat inzwischen wieder massiv abgenommen. Inzwischen ist es eine Woche her, dass Renata Lusin zum ersten Mal Mutter wurde. Überglücklich zeigten sie und Valentin Lusin sich in den letzten Tagen mit ihrer neugeborenen Tochter Stella. Let's Dance. Renata Lusin hat abgenommen wie die Let's Dance-Siegerin ihren FollowerInnen auf Instagram berichtet, habe sie seither wieder massiv an Gewicht verloren. Ich esse so viel wie noch nie und habe trotzdem schon 10 Kilo nach der Entbindung abgenommen, erzählt sie in einer Instagram-Story. Den Grund dafür meint sie zu kennen. Ich stille halt die ganze Zeit, so Lusin weiter. Sie sei dankbar, dass Stella keine Prämilch braucht. Wir sind so viel am Schlafen und Kuscheln mit der Kleinen. Genießen einfach unsere Zeit, fasst Lusin die letzten Tage zusammen. Aktuell seien zumindest die Nächte schlaflos, weil sie alle 1 bis 2 Stunden stillen müsse. Aber zum Glück klappe das Stillen gut, so die glückliche Mutter. Let's Dance. Valentin Lusin trainiert wieder, zumindest für Valentin Lusin geht der Alltag wieder los. Er befindet sich mit Ann-Kathrin Bendixen bereits im Training für die 5. Let's Dance Entscheidungsshow, die am Freitag 5. März ansteht. Wegen des Tanzverbots zeigt RTL an Karfreitag keine Live-Show, sondern ab 20.15 Uhr ein Special mit den schönsten Momenten der Let's Dance Profis. Das nächtliche Aufstehen war Lusin in den letzten Tagen anzumerken. Ich kann noch nicht mal streng sein heute, berichtete der sichtlich müde Tänzer seinen Fans am Donnerstag auf Instagram. Seine Tanzpartnerin ist auf jeden Fall voller Elan. Ich stecke gerade 100% in dieses Projekt und bin erstaunt, wie ich es lieben gelernt habe, so Bendixen auf den sozialen Netzwerken. Sie sei im Ehrgeiz gefangen, wie sie betont, und ihr Körper nur darauf bedacht, besser zu werden. Wir sind gespannt, wie sie sich kommende Woche schlagen wird. In der 4. Entscheidungsshow löste Bendixen überraschenderweise trotz spontanem Partnerwechsel ohne Zittern das Ticket in die nächste Runde.